Da bewegt sich was. Das ist eine Minigun-Drohne. Das ist eine Monstermotte. Oh, 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 oh. Was war das? Getroffen? Wie ist denn das passiert? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit mir in den Kabinen, der nach Marsperon fahren will. Also fliegen, also hin. Ich bin auf dem Weg dahin. Wir haben ja letztes Mal leichten Schaden genommen. Also ist ganz gut, wenn wir dahin fliegen. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht freundlich ist, aber ich rechne nicht damit. Ich habe jetzt hier auch schon zwei Sachen abgepinkt, aber ich habe hier irgendwie nirgendwo Promethium gefunden, also... So, jetzt hoffe ich bloß noch, dass das Grün kein Gift ist. Wegen Sauerstoff technischerweise. Wir haben ein bisschen was mit bei, aber ich weiß nicht. Ich muss hier eben halt Sachen reparieren. Ich muss erstmal alle den Augenschein nehmen, was sie verhunzt haben. Also, wie gesagt, wir wurden ja letzte Folge angegriffen. Außen Hinterhalt. Diese kleinen Fiesen, die. Einfach so anzugreifen. Ich habe gar nichts getan. Ich hab gar nichts gemacht. Na gut, hier brauche ich keinen Piep machen. Also meine Hoffnung ist, dass hier irgendwas mit abgestürzten ist und viele Loot. Boden, bitte. Oh. Was? Wir brauchen jetzt erstmal eine stille Ecke, wo ich Sachen reparieren kann. Warte mal, ich mach mal kurz hier einen Ping. Oh. Holy moly, hier sind aber 10. Sie sind weiß, die Punkte, also reise ich da lang. Ja, nee, komplett bescheuert. Was ist denn da los? Da ist ja alles rot. Ich weiß aber nicht, was das ist. Könnten Drohnen sein? Nicht verschwinden. Aber es bewegt sich nicht. Also sind das feste Objekte. Also Drohnen können das schon mal nicht sein, sag mal so. Was haben wir denn da? Also rein theoretisch wäre erstmal wichtig, dass meine Dings repariere. Aber gut, man kann ja trotzdem mal ein bisschen abschicken. Wie dicht muss ich denn noch an? Eisen! Eisen ist jetzt nicht das, was wir haben. Achso, das. Ich aber da fliegt aber ganz schnell. Das ist der große Planet. Immer noch erschrocken, wenn ich den sehe. Hallo, Spiel, lastet. Ja, also, wir werden jetzt erstmal versuchen, hier hinten irgendwas zu finden, was uns nicht töten will. Also, jedenfalls nicht sofort. Ist immer noch nicht das, was ich haben will. Ey, hier sind so viele Marker. Entweder man mag das oder man mag das nicht. Ich mag das. Ich mag das jetzt schon. Und so wie es aussehen tut, ist das ganz normale Vegetation. Spinnennest. Da bewegt sich was. Das ist eine Minigun-Drohne. Hauen sie rin. Tschüssikowski. Warten Sie mal, ich werde mal schnell wechseln und so, ne? Der uns hinterher? Ich glaube mal... Das entfernt sich. Es sieht aus, als ob es näher kommt, aber obwohl es sich entfernt tut. Gut, das würde ich jetzt nicht sagen. Gut, ich verfliege mich mal kurz hinter diesen Berg. Und genau in diesem Moment muss es duschter werden. Ja, bist du denn narrisch? Da ist noch ein Dödel. Ein Fragment. Und noch mehr Drohnen. Und jede Menge Geysire. Wäre natürlich jetzt geil, wenn man was sehen würde. Oder ich versuche... Ihr könntet ja versuchen. Die Drohnen, der nimmt die mir nicht auf den Sack.
Ach. Nicht auf mich aufmerksam machen. Erst wenn schießt, da ist noch eine Drohne. Warum wird die Drohne weiß angezeigt und die andere Drohne rot? Sind das verschiedene Fraktionen? Bekriegen die sich auch gegenseitig? Kann ich zum Schluss absnicken? Ah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ich schieß mal noch nicht. Es ist eine weiße Drohne. Ich lasse die erstmal in Ruhe. Erstmal. Was wahrscheinlich mir zum Verhängnis wird. Alter, da hinten sind noch mehr. Da ist noch. Das sind fliegende Drohnen. Jedenfalls sieht es danach aus. Natürlich geil, wenn ich die jetzt hoch am Rücken habe, ne? Also. Vor mir Drohnen, hinter mir Drohnen. Ey, hier sind lauter Spinnennester. Ich will doch bloß was zum Looten haben und. Aber erstmal was zum Reparieren und dann zum. Da ist eine Base. Jetzt ist die Frage. Die anderen haben mich noch nicht angegriffen. Also gibt es schon mal, würde ich sagen, zwei Fraktionen. Aber warum sind die sonst rot angezeigt werden und die anderen weiß? Macht überhaupt keinen Sinn. Ach ja. Fremder Planet, fremde Regeln. Ne? Kann ich hier außerhalb mal ein bisschen. Es wäre schon geil, wenn ein bisschen heller wird, wa? Ich fliege dem Tag mal ein bisschen entgegen, ne? Was denn da? Spinnennester? Alter, du ploppt hier nur alles auf. Alter, was ist denn hier los? Spinnennester. Also auf jeden Fall gibt es hier sehr, sehr viele Nester. Das heißt auch sehr, sehr viele Spinnen auf diesem Planet. Na toll. Noch mehr Spinnen. Hallo. Du wirst ja wohl in der Lage sein, da 300 Meter weiter zu pingen. Genau. Erstmal. Später kann ich öfters noch. Moment mal, was ist denn bitte? Loot? Moment. Eine alte Base. Das ist genau mein Ding. So, ich würde mal sagen, ich gehe nur ein Stück runter, ne? So. Denn ich will da hoch. Aufgesetzt will er ein Stück hoch. Und dann. Genau. Das ist mein Plan. Nämlich aus diesem Grund. Warten Sie mal, wenn ich das Licht anmache. Gehe mal davon aus, dass hier oben das Schiff erstmal sicher ist. Vom Bodenangriffe. Alter, ach du Scheiße, hier ist auch schon mal ein Knicks drin. Da haben wir doch so 1-2 Beulen haben wir gekriegt. Schon wieder Sachen gehört. Naja, gut. Wir holen uns jetzt erstmal was zum Essen. Ich sollte ja nicht hier drauf stehen, ne? Dann holen wir uns was zum Essen und dann kicken wir mal, da ich ja noch 9 Bandagen habe, die werden natürlich halten. Man kann so nachladen. Bin schon ein bisschen ein wenig angespannt. Was wird uns hier erwarten? Was bist du? Dornen. Ich habe eine Dorne. Trautet heim Glück allein. Eine Wumme. Eine Schrutze. Ist die besser? Warten Sie mal. Schaden 53. Meine ist ja besser. Was zeigt mir sowas? Nur mal gucken. Vielleicht passt da mehr Munition drin, wisst ihr? Achso, dann müsste ich erstmal die Sicht umstellen, wa? Ist schon cool.
Die ist schon ja nicht mal so verkehrt. Oh, Penny, könnte ich hier. Sag mal, wenn ich jetzt hier. Der hat den Tag schon wieder verpennt. Warum tut der denn das immer? Ich weiß es doch nicht. Ich wollte doch bloß. Aber auf den Blatt falsch gedrückt. Ach, naja, gut. Zu spät. Ey, könnte hier so, ja. Was ich denke? Nee, ist kaputt. Ich wollte gerade sagen, könnte hier so, ja, Generator und so rinstellen. Es wäre möglich, hier eine zweite Unterkunft zu bauen. Eine kleine Notunterkunft. Oder beziehungsweise, wenn wir am Arsch sind, könnte ich auch hier erstmal übernachten. Oh ja, nicht so verkehrt. Solarpanels? Moment mal. Ach, wisst ihr was? Jetzt. Kann es sein, dass ich das. Ja, das ist doch ein Abbautool. Ich habe da ganz, ganz böse Befürchtungen hier. Raumschiff technischerweise. Ich meinte hier baumäßig. Okay, Moment. Ich hoffe, dass alles wieder da ist, weil ich nichts nicht sehe. Ich bin gleich wieder zurück. Ich lasse mich in Ruhe. So, da bin ich auch wieder. Ja, haut alt hin. Ton wird aufgenommen. Ich bin jetzt vorsichtig. Zeit letzte Mal. Gut, wie gesagt, ich könnte jetzt auch schön hier so übernächtigen und so, ne? Also, wäre schon cool. Also, ist schon cool, mein Dick. Ist schon cool. Frage ist, ob das jetzt hier auch nach unten losgeht. Hä? Strahlung hier? Wieso jetzt auf immer Strahlung? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na gut, eine Schrutze haben wir. Aber sonst ist hier eigentlich nur alles ganz, ne? Hä? Das ist auch hier das reparierten Samheit. Wollte gerade sagen. Naja, ich weiß, mir wird heiß. Ich kann hier reparieren. Was soll das? Da war doch eben. Da ist so ein kleiner Knacks drin, oder? Gut, dann habe ich es mir eingebildet. Ja, gut. Nächste Ding. War schön. Da ist noch ein Nest. Alter, hier sind nur Nester, aber ich bin so am Arsch. Hier muss doch irgendwas Schönes, Lootbares sein. Außer die Base. Wie gesagt, ich will mir noch keine Feinde. Also noch nicht. Jetzt gerade sagen, ich habe auch noch keinen Wrack oder so gesehen, ne? Wrack. Aber die kann auch. Ach, warte, ich gehe jetzt trotzdem hier mal runter. Ich werde hier jetzt immer nachschauen. Aber erstmal gut. Nee, das ist normal. Was sind das hier? Steine, Kami. Das nennt man Steine. Wahnsinn. Nun gut. Ist ja noch was. Also ich habe schon mal ein gecrashed Cockpit, ne? Also kann ich ja mal kurz hier. Die werden mich ja jetzt nicht gleich beballern, oder? Ich hoffe. Ist hier irgendwas? Ah, ich bleib wieder hier oben, ne?
Das wird auf jeden Fall gut gehen. Was sind sie da? Da auch ein Geysir, ne? Kann ich die abbauen? Warum sollte ich das tun? Aber es geht. Was kriegt denn dafür? Also abbauen kann man. Man bekommt Erfahrungspunkte. Ja, aber auch nicht. Was ist denn das für ein Blödsinn? Falsches Werkzeug, Kavi. Das kann ich diesmal bauen. Du willst mich doch verarschen. Egal, wo ich hingehe, es ist Team-Error. Was war denn das eben? Habt ihr das eben gesehen mit seinen Beben? Macht ganz komisch, Farenko. Nein. Ja, schon wieder. Der macht ganz komische Sachen. Also, würde ich habe gedacht, der kann es jetzt so abbauen. Also rein theoretisch dürfte es jetzt ja keine Strahlung mehr abgeben, weil der Generator, der ist nämlich weg. Das Ding gibt immer noch Strahlung ab. Sehr merkwürdig. Komm schon da ruf. Siehst du? Die Dicks nie gesagt haben? So macht man das. Entschlacken nennt man sowas. Jetzt sieht das schon wieder los. Ach, ich hab keine Lust darauf. Aber ich will mal kurz hier kicken. Ob wir diesmal die Möglichkeit haben, da reinzuschauen. Nur mal gucken. Natürlich nicht. Warum denn auch? Das nächste Ding. Kann es sein, dass ich da vielleicht ein bisschen hochgeparkt habe? Das ist eine Monstermotte. Wo ist denn das vielen? Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Also eben aufgepasst, Alter. Nee, aufgepasst, Alter. Du wirst ausgesaugt. Ups, ich wusste, ich hab's so geparkt, wa? Nee, doch nicht. Ach, das. Oh, 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 oh. Was war das? Verdammt, hat mich gerade beschossen. Kleine Kackersau. Ich habe getroffen. Wie ist denn das passiert? Gut, halt mal fest. Es ist egal, wie die Drohnen aussehen. Die schießen. Also jedenfalls die Weißen haben geschossen. Vielleicht ist es umgedrehte Psychologie. Die Weißen greifen an, die Roten sagen nur so Vorsicht. Hält den einfach an. Einfach mich so anzugreifen. Sag mal, seid ihr bescheuert? Ich bin Kunde nicht, aber ich bin doch bloß auf Besuch, Mensch, Leute. Nicht immer erst rumballern. Das mache ich doch. Das ist ein Mordspilz. Na gut. Vielleicht sollte man die nicht so einsammeln. Ah ja. Ah ja. Da kommst du eh mal hier an und wirst gleich angefressen hier. Diese Spinnen die oder was? Zeigt schon wieder einen Knick hier drinnen. Siehst du? Wieder repariert.
Der Planet ist ja schön aggressiv. Muss ich ja mal sagen. Ups, Entschuldigung. Lässt eine Menge Ressourcen. Ach, der Planet, der ist kacke. Erstmal. Leute, da bin ich. Ich hab was gefunden. Ich weiß bloß nicht, ob es mir gefällt. Aber es ist auf jeden Fall erstmal gelandet. Also. Anders eben halt, ne? Ich versuch mal da. Vielleicht ein, zwei Sachen rauszuholen für uns. Na, warte mal, erstmal eine Bodenlandung. Und ein Stück hoch. Seid ihr bereit? Na, ich sehe ja nicht, wa? Ich hab eine Idee. Schon besser. Danke für die Beleuchtung. Entschuldigung. Fasern. Ich muss husten. Ja. Also bis jetzt ist erstmal nichts hier. Ich sehe auch nichts. Alter, das ist die beste Idee ever, in Dunkeln so eine Raumschiffstation zu erkunden. Da ist was. Das sieht nicht so freundlich aus. Wo ist denn das jetzt hin? Was ist da in dem Boden drin? Ja, ist einfach. Nur, dass sie sich teleporten können. Mann, war Zeit hier für Weichwurste. Aber wahrscheinlich müssen die bloß so einen Schlag machen, dann bin ich platt. Habe ich so die Befürchtung. Ich wechsle mal, war die Sicht. Macht sich die ganze Sache ein bisschen einfacher. Also rein theoretisch habe ich erstmal mit Nahrung gerechnet, aber gut. Muss ich bloß noch kicken, wie ich da rinkomme. Die Düsen. Die könnten wir abbauen. Ihr sagt mir rechtzeitig Bescheid, wenn was kommt. Da ist es ja. Nee, nee, mein Freund, so nicht. Ich hab eine Schrutze. Aber es waren nicht die einzigen Tiere. Eine Platte. Ja, warte. Ja, eine Platte. War noch mehrere, ich hab da. Wo denn? Hinter mir, wa? Links, rechts, wo sind wir denn jetzt? Die sind ja auch klein, die Viecher. Ja, nee, ist klar. Ich hasse die. Och Mann. Das kannst du keinem erzählen. Ups, Entschuldigung.
Ich brauche mehr Bandagen. Na komm. So, ja, Orientierung 3000 kam auch wieder on point, wa? Verdammt, diese kleinen Tiger, die mir sagt, kannst du so schnell übersehen, Alter. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist für unseren Anzug. Strahlung technischerweise. Wo sind wir jetzt hier? Da ist noch einer. Ja, ich sehe doch. Wir sind hier nicht in 7 Days. Gut, ich habe gedacht, das neue. Naja, gut. Meisterschütze ist wieder unterwegs. Erst schießen, dann. Gut. Also, ich höre jetzt erstmal nichts. Oh. Nee, warten Sie mal kurz. Hallo? Hä? Hey, cool. Das war zwar nicht so geplant, aber gut. Was sind wir jetzt hin? Da unten will ich ja nicht hin. Da auch nicht. Ich krieg hier eine Krise. Wann denn baut das doch ab? Was ist denn hier wieder los? Sag nicht, ich komme jetzt hier nicht da ran vorbei oder was? Hä? Ich komme da nie durch. Gut, erstmal rumjammern. Ja, gut, ne? Kann man auch machen. Ah, ist ein normaler Bohrer. Gut, aber ist ein Bohrer, ne? Stimmt hinter der Tür. Stück für Stück. Naja, ich bin jetzt ein bisschen übervorsichtig, weil, wie gesagt, bis hierher ist ein langer Weg, wenn ich den. Alter, zum Glück sind die dümmer Wege. Was die Bewegung angehen tut. Ich bin schon wieder voll beladen. Ich komme gleich wieder. Wenn ich weiß, wo das wieder ist. Boah, wie bin ich denn hier hingekommen? Es ist immer noch nicht alles. Jetzt schon. Auch noch nicht. Jetzt ist aber gut. Ist es wirklich? Jetzt reicht es. Oh nee, ist nicht dein Ernst. Da sind ja noch mehr. Nee, warten Sie mal kurz. Ich habe nämlich keine Munition im Lauf. Das ist unfair. Was ist denn jetzt hin? Ja, ja, ich geh's. Nee, da ist die Leine. Masse an Munition reicht nie aus. Man braucht auch noch Skill. Die Schweine. Die wussten das doch. Na gut, ich bin ein bisschen hier. Ich bin bloß ein bisschen übervorsichtig. Nur ein ganz kleines bisschen. Nee, nee, Freundchen, so nicht. Nein, doch nicht jetzt anfangen rumzuzucken. Das macht man nicht. Nicht im Fight. Das ist böse.
jeden Fall komme ich hier raus. Ja, auf jeden Fall muss ich trotzdem hier aber nochmal wieder... Du willst mich jetzt verarschen, oder? In der Nähe. Ja, schön. Schön, dass ich meine ganzen Waffen, meine ganze Munition... Hey, wie ist was? Ich fliege jetzt da oben hin. Alles, was mich jetzt weggeballert hat, baller ich jetzt mit der Rakete weg. Das kannst du aber... Da kannst du aber sicher sein, Freundchen. Ich hol mir meinen Stuff wieder. Da oben. Da ist ein abgestürztes Raumschiff. Das abgestürzte Raumschiff. Nee, das ist es doch. Ich war doch in das abgestürzte. Das haben wir gleich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da überlebst du die Viecher und dann wirst du hier platt gemacht von so einem Vieh oder was? Ich glaub, du merkst Peter oder was? Nehm dich auseinander, Junge. Oh, was hat denn hier geschossen? Hm? Ich sehe noch nicht ganz, was mich beballert hat. Muss ja hier irgendwas gewesen sein, kann ich hier so und dann steht. Kratzaren hier. Oh, warten Sie mal kurz. Kann ich mal kurz hier? Ja, was hat mich mir denn an? Also, wenn ich jetzt hier drauf krepiere, dann weiß ich auch nicht. Nicht erlaubt. Na, das ist aber toll. Gut, dann muss ich doch wohl anders umdisponieren. Das klappt doch nicht so, wie ich gedacht habe. Aber ich habe einen Zweckschlüssel. Warten Sie mal kurz. Mal sagen, das dürfte reichen, oder? Was sagt ihr? Da denke ich drehen. E mal F drücken. Hallo? Dankeschön. So, es ist jetzt offen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was mich angeschossen hat. Kann man das sehen? Moment mal. Das ist ein Schützturm. Naja, gut. Man muss es ja auch riskieren, ne? Ups, Entschuldigung. Hat. Man kann das nicht wegsnipern. Mal treffe ich das Ding? Ja, doch, treffe ich. Ach, das Blutwurst. Du tötest mich nicht nochmal. Weite kleine Klunse. Deswegen bin ich gestorben? Nein! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Na gut. Wir haben es eh mal geschafft. Wir schaffen es nochmal. Muss bloß rausfinden, was mich getötet hat. Kann ja nie so schwer sein. So. Gut, da, denn da, denn... Ja, gut, wa? Was hat mich hier getötet? Ich weiß, was mich hier getötet hat. Stück für Stück, wa? Warum kann er jetzt auf ihn mal nicht schießen? Was ist denn das? Bitte lass es jetzt das letzte gewesen sein. Frechheit.
Ja. Alter, und das für so ein bisschen, Alter. Ich bin jetzt zweimal gestorben wegen so einem Kackenscheißendrecker. Oh, 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 nicht so weit. So, oh, das war's. Dafür bin ich gestorben. Der war krass. Na ja, gut, jetzt können wir auch ganz normal weiter looten, wa? Hey, Nahrung. Hey, Mensch mal, ich wollte mein Inventar leer machen. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Krass. So führt das den zum anderen. Das kannst du keinen erzählen. Das ist nie passiert. Naja, gut, ist ja auch eine Lernphase, ne? Da ist er, Villa. Die Flexibilität eines Steins. Warte mal, ich schmeiß mal kurz das hier rein. Das hat kein Verfallsdatum. Ja, gut, war, dann würde ich mal sagen, ich kann ja jetzt müsste ich ja rein theoretisch alles auseinandernehmen können, wa? Also. Man kann ich das hoch jetzt? Natürlich nicht. Aber Moment mal, ich habe ja einen Allzweckschlüssel. Hat sich ja gut bewährt. So, warten Sie mal. Ich gehe mal kurz ein bisschen zur Seite. Bitte lass jetzt nicht meine Karre explodieren. Dankeschön. Wenn jetzt da auch noch ein Geschützturm ist, dann raste ich aus. Nee, aber deine Dummheit. Naja, ist auch ein hartes Wort. Also, das ist jetzt, weil ich kaputt gemacht habe. Kaputt. Und zeigen Sie mal, wie das aussehen tut. Ach nee, das sind ja Upgrades. Naja, gut. Ein Upgrade ist das da. So. Das sieht die ganze Zeit mein. Da kann doch nicht wahr sein. Spinnen die oder was? Alter, ich hab mich erschrocken. Junge, nee. Ich hab gedacht, weil die sich. Ich hab gedacht, wir haben alles erwischt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich wirklich alles erwischt hab. Naja, gut, war. Ist ja auch ein Bett. Nur ich hab's nicht als Bett erkannt. Alter, die. Hoffen wir nicht, dass jetzt hier noch mal so ein Vieh ist, ne? Alter, das wäre fast beinahe wieder passiert. Zum Glück hat er nicht reagiert. So, warten Sie mal, da geht es und da geht es. Erstmal hier lang. Ich frage mich jetzt gerade, hier noch mehr Geschütztürme sind. Ich frag mal so, ganz einfach nur so. Ist ja auch nice, wa? Schade, dass ich das nicht mitnehmen kann. Weil das wäre nämlich interessant, ich würde das nämlich mitnehmen. Ja, gut, war. Also, ich brauche ja keine Feinde. Ich bin mein eigener Feind. Steh mir selbst im Weg, Mann. Naja, wenigstens bin ich ausgeschlafen jetzt. Also, noch mehr ausgeschlafen geht doch ja nie. Mann. Gut, ist ja jetzt. Wie kommt denn jetzt da rein?
Moment mal, da müsste da oben irgendwo ein Schalter sein, wa? Würde ich jetzt erstmal behaupten, dass da oben irgendwie ein Schalter ist, weil dann würde ja keinen Sinn ergeben. Warum sollte ich denn sonst nach oben? Und 20.000 Mal sterben. Gut, aber ich sehe aber auch hier nirgendwo einen Schalter oder so in der Richtung, ne? Der kann hier irgendwo sein. Irgendwo überall. Ist kein Schalter? Das geht nicht. Nee. So, haben wir hier. Da ist noch ein Schalter. Jetzt stellt mir gerade die Frage, ob bitte auch der Schalter für unten ist. Oder ob es eben für oben für die Türen war. Tja, gut, war, dann würde ich mal sagen, was haben wir denn da? Ein Attrapper? Naja, gut, du musst jetzt alle so auf den Kopf denken, ne? Also. Und es könnte sein, dass ich jetzt quasi unten aufgemacht habe. Warten Sie mal kurz. Ich mache mal kurz nochmal eine Sichtumstellung. Das kannst du keinen erzählen. Vor allen Dingen jetzt, weil ich so runtergekommen bin. Hatte gerade meinen Kopf ein paar Sekunden Zeit gehabt. Ihr braucht um so... Ach so, du bist ja verkehrt rum. Du musst ja so umdenken. Wisst ihr? Da wollte der Kopf noch nie. Hier kommst du aber nicht hoch, ne? So. Hab ich jetzt aus Versehen die Tür richtig jetzt? Hab ich die jetzt offen? Nee, hab ich noch nicht. Was ist denn hier der? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Na, wer kickt denn, ob an der Decke ein Kühlschrank ist? Kick doch nicht. Macht doch kein Mensch. Da ist kein Schalter. Oder ich schieße das einfach ganz normal kaputt mit meinem Laser. Sieht schon ein bisschen beschädigt aus, oder? Ja. Da, seht ihr, das geht kaputt. Hab ich doch gesagt. Seid ihr bereit? War noch ein Vieh. Hab's gesehen. Wo ist ein Vieh jetzt hin? Hinter der Tür war eben so ein Spinnvieh gewesen. Könnte ich mal kurz... Ja, ich sehe es. Aber ich komme hier nicht. Ich komme da nicht ran. Ich krieg das Vieh nicht platt. Kann ich hier so? Natürlich nicht. Moment mal. Ist ja auch hier runtergefallen, also. Ist ja einfach. Noch einer? Erstmal würde ich sagen, nein, ne? Das ist bestimmt richtig gut, was ich jetzt hier mache. Boah, die Satik soll alles untersuchen. Ich mach das jetzt. So. Hat ich natürlich nicht. Nee, das ist der Generator. Der Kern. Aber
sonst ist hier nichts, ne? Also, dieser Raum, das hier zu öffnen, war 100% umsonst. Aber sonst? Zylinder? Ne? Ah ja, gut. Das war völlig umsonst. Das hätte ja sein können. Also hier hast du quasi den Generator und so. Den kannst du dann außer Kraft setzen. Schätze ich. Mit Sprengladung. Nee, das ist Hintergrundmusik. Ich wollte gerade sagen, da läuft doch was lang. Oder? Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das einbilde. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache jetzt eine Pause. Ich werde jetzt raus, dann werde ich speichern. So raus jetzt, ich komme hier raus. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Däumchen, Träumchen nicht vergessen und macht euch einen schönen Tag. Naja, bis auf die zwei Tode hatte ich eigentlich einen schönen Tag. Ist ja eigentlich schön gewesen heute. Fülle erkundigt. Fülle gesehen. Fülle, was mir nie gefällt. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Also, bis denn. Ich bin raus. Tschüss.